damit willkommen zurück zu Let's Play Golf. GTA Online. Wir sitzen hier wieder in unserem Bunker, sind hier eben mal schnell hingefahren. Aber keine Angst, wir machen nicht nur Missionen, sondern auch anderen Scheiß. Zum Beispiel Hupen. Wir starten jetzt auf jeden Fall die nächste Gunrunning-Mission. Forschungstechnisch geht's voran, vorrätetechnisch auch und kohletechnisch auch. So, der Lumpi hostet die nächste Mission. Aber keine Angst, ihr kriegt im Livestream auch noch was zu sehen. Oder habt schon was zu sehen bekommen. Dauert ja, bis die Folgen hier kommen. Wir werden auf jeden Fall auch mal so Fallschirmspringen in den Folgen machen. Alles, was man halt so im Livestream nicht die ganze Zeit machen kann. Wie, Wettrennen im Bunker? Was? Wettrennen mit dem Elektrokart im Bunker? Wettrennen mit... ja klar. Sicher, sonst nichts zu tun. Erobere das Gebiet von Motorradclub. Wie, hä? Warum? Ja, da ist jemandem nichts eingefallen. Ja, Motorradclub. Hat halt Motorradclub. Die ist auch gut. Halbketten to run. Clubauftrag beendet. Hat das Gebiet... Aha, okay. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, GTA. Ja, wir sind die Marionetten. Ja, wir sind wieder da. Jo. Alle die Munition und so? Sind jetzt da. Das wird jetzt wunderbar. Wir machen alle platt. Zur Not auch auf einem Quad. Guten Morgen, guten Morgen. Ich hab alles. Ja. Nein. An dem Wagen hatte der Felix den, den. Ja, an dem Halbkettenfahrzeug habe ich versucht, krieg nicht Annäherung. Komisch. Naja. Oh. Müssen wir alles Bötchen nehmen, oder was? Wir müssen Bötchen nehmen. This is a special clearance US military equipment in bad actors' hands. Ah, ich fahre, das ist aber toll. Hallo, warum kann ich da nicht einsteigen? Ah, jetzt. Aber ich kann nicht mit... Ah, doch. Okay, GTA meinte ein bisschen rumzicken zu müssen. Uncle Sam, don't like anyone playing with his toys, and these guys aren't sharers either, so expect conflict to arise. Take the dinghy, get to the target. Ja. When you get there, you're free to make a call and engage however you see fit. Ja, wir spielen nicht. They've got land to air, air to land, air to air capabilities. Don't know how we let them set up shop here, but that's the diplomatic visa system for you. Aha. I guess everyone's got their limits and this vehicleized weapon is ours. Na denn? Hey? Intel suggests a light guard detail. Du musst nicht gegen die Wand fahren, so kann ich dir sagen, wie ich fahre nicht. Wie, du fährst nicht? Mario fährt. Ich fahr. Mario fährt, ja? Mario muss nicht gegen die Wand fahren. Ja, und jetzt? Warte auf weitere Anweisungen. Alright, you're about to be looking at a hacked security feed of the target's location. It'll be in real time. Take it in, plan your approach. Patching it through now. Okay. Aha, wir sehen jetzt Überwachungsbilder. Oh. There's no expense spared by these guys. Every vehicle you see is state of the art, top specification. And deadly. Ja. Man sieht zu viel. Ja, du musst ja. Du kannst die Kameras auch wechseln, ne? Ja, aber ich die Qualität der Kameras ist ja mal für den Arsch. Okay. Doch, alles klar. Aha, wir müssen schwimmen. Schwimmen ist immer gut, weil ich komme immer so gut nach oben, wenn da immer untertaucht, glaubst du. Ah. Da taucht nicht unter. Die Leitern sind hier hinten, ne? Wo die gelben Punkte sind. Ist egal, hier geht's nach oben. Alles klar. Ich gehe jetzt doch nicht direkt vor deren Nasen die Leiter hoch. Ne? Nicht?
Also ich schlage vor, wir schalten auch ein bisschen was aus der Ferne aus, mit Scharfschützengewehr. Ja. Können wir machen. Wo ist der denn? Ah, da. Also. Aha. Ach, den wollte ich gerade ab. Oh Mann. Was ist der andere Typ denn da? Ach, ich gehe jetzt einfach näher ran. So, die beim Halbkettenfahrzeug sind weg. Wow, Doppelkill! Alter, du bist gerade durch die Scheibe gestorben. Ja, wenn das so wackelt hier alles, dann kann ich nicht schießen. Wer brüllt denn da? Wow. Panzerung anlegen. Das bringt irgendwie nicht sehr viel. Hacke die Türen des halbkalten Fahrzeugs. Wie mache ich denn das? Komme. Ah. Alles klar, ich weiß wie. Ich bin dabei, die zu hacken. Irgendwer müsste da mal das hier gar nicht ankommen. Jo. Von der anderen Seite kommen auch welche. Ja, ja. Wir werden ein bisschen keine Waffe auswählen. Dieser Moment, wenn der Typ seinen eigenen Typen erschießt, ne? Oh, Alter, ich muss snacken, unbedingt, ich sterbe. Oh. Boah. Hilfe. Alles klar, ich bin im Halbkettenfahrzeug. Ich geh ans Umgehen! Wie komm ich denn hier raus? Da komm ich denn hier raus. Boah, das Ding hat den Wendekreis. Bio hat auf jeden Fall Spaß. Ja. Würde ich auch nie anders behaupten. Da vorne sind wir. Ja, Hubschrauber! Ja, kein Problem. Hallo. Boah, das Ding macht Krach, ey, das ist der Hammer. Ja. Leute, wie müssen wir jetzt fahren? Ja, kein Problem, fahren wir da halt ein paar lösen. Also gar nicht gesehen. Vorne wieder? Ich denke mal, das Fahrzeug muss heile bleiben. Wo soll ich denn hier? Achso, ich bin da. Toll. Alter! Gerade mal um die Helis kümmern. Wo sind denn jetzt die Helis? Ah, da.
Ja, fahr einfach, ich mach das schon. Ja, ich seh's. Boah, Junge! Vorne stehen los. Ja, alles klar. Oh. Ja. Alter! Ich glaube, denen gefällt das nicht, dass wir die Karre haben. Könnte ich jetzt irgendwo vermuten. Nicht erfreut ist Ansichtssache. Nee, nee, alles gut. Bayo hat sich gut festgehalten. Ich glaube, es kommt keiner mehr. Boah, ey, der Zeit. Aber der Fahrt, das Ding hat aber eine Panzerung, ja? Das Ding hat vor allem ordentlich Wumms. Habe ich gemerkt. Boah, ey. So läuft. Ja. Abgeliefert, wa? Ja, abgeliefert. Perfekt. Läuft. Aber irgendwie, wir sind gerade bei 12 Minuten. Ja, da hängen wir noch was dran, komm. 120, 120, 120. Minigun. Gleich bitte direkt zum Waffenshop, ich will eine Minigun. Ja, alles klar, dann hängen wir das noch dran. Genau. Dann haben wir ja auch die Zeit voll. Ihr könnt im GTA Online auch Karten bauen, also Rennstrecken, und mir den Namen verraten, dann suche ich mir die im Social Club raus, dann fahren wir die auch mal. Ja. Jo. Der Felix macht das ja zum Beispiel sehr fleißig. Wir können ja generell mal gucken, ob wir vielleicht der Abwechslung wegen irgendwann auch mal Rennen in den Videos fahren. Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und auch halt mal. Die ersten zwei Folgen Missionen waren schon ganz gut. Ja, oder halt auch mal Fallschirmspringen und sowas. Ja, ob das jetzt so spektakulär ist. Das kann man ja mal zwischendrin machen. Das ist lustig. Aua, auf die Fresse gefallen. Bei mir lädt er noch. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Aber er kann gut laden. Ich bin die Ladeschnecke, ich sitz grad in einer Ecke und warte, bis ich verrecke. Ich bin die Ladeschnecke, sitze grad in einer Ecke und warte, bis ich verrecke. Ich bin eine Ladeschnecke. Ist schlimm, ne? Ja, mit dem Ladebildschirm kriegen wir die 15 Minuten natürlich auch voll. So. Ach, da ist Lumpi. Ah, hier bin ich. Ist die Frage, wo ist hier? Ne? Gucke doch auf deine Karte. Ja. Tja. So, direkt mal das Geld überweisen. Hat nämlich wieder 12.000 bei mir. Ja. Und im Moment brauche ich jeden Cent. Ja? Aber ich habe nur noch 64.000. Wow. Ich war ja auf 16.000 runter, nachdem das ganze Moddergeld weg war. Gut, das stimmt. Aha. Aha. So. Pack die ihn da. Übrigens, haben nicht wir gemoddet, sondern wir wurden voll gemoddet mit Geld. Genau. So. Er hat das schon mal schön in den Streams. Er hat einen Waffenshop schon markiert. Yep. Sehr gut. Ja, dann fahren wir jetzt hin. Jetzt geht das Mayo sich die Minigun kaufen. Aha, Minigun. Was? Ich krieg plus 2000? Weil, warum? Gute Führung wahrscheinlich. Gute Arbeit, Führung. Ja. Für den Anhalt und gute Führung.
gibt kein Geld mehr, Leute. Rafft ihr das nicht? Doch, klar gibt's Geld, aber nicht mehr von Mutter. Tja. Ja, aber irgendwie wohl doch. Wir haben die ihren Modder ausfindig gemacht. Ja, ja. Mal sehen, wie lange er das hinkriegt dann mit dem Modden. Ja. Ja, ja, Alexander, come to me. Und wenn er dann kommt, knallt er dann ab, weißt du? Mhm. So, ich könnte mal, das Einzige, was ich eigentlich brauche, sind Panzerungen mal wieder. Ich glaube, ich habe keine mehr. Ja, Panzerung brauche ich auch. So, Schnucki, zeig mir mal deine Minigun. Hä, warum kann ich die noch nicht kaufen? Ja, ich bin doch Rang 100... Ich bin Rang 120, mir wurde doch auch angezeigt, dass ich sie kaufen könnte. Das hat GTA wahrscheinlich noch nicht gecheckt. Dieser Gegenstand wird auf Rang 120 freigeschalten, ja, eigentlich? Ja, er hat mir auch angezeigt, verfügbare Waffe, jetzt Minigun, aber das ist wahrscheinlich in GTA noch nicht angekommen, dass ich das kaufen kann. Hm. Ne, ist hier noch nicht angekommen. Mann. Auch eigentlich gar nichts Besonderes. Bei, kann ich da, habe ich noch? Habe ich noch nie gebraucht. Echt nicht? Nee. Dabei macht er so Spaß. Ja, das denke ich mir. Fallschirm. So, ich decke mich mal hier mit Haftbomben und Granaten ein. Was hier noch? Tränengas brauche ich gerade nicht. So. Alles klar. Neue Waffe. Jetzt wird mir angezeigt, ich soll eine mobile Einsatzzentrale kaufen. Haha. Nee. Ich würde gerne was trinken. Danke. Eine E-Cola, bitte. Ja. Schluck, 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 schluck. Was denn? Ich kann mal gucken, was ich noch im Inventar habe. Ach, mehr als genug. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Bunker wieder. Eine Missionsfolge machen wir noch und danach machen wir mal ein bisschen so normale Missionen, die noch von Rockstar verfügbar sind. Ja, und genau. Rennen und sowas. In diesem Sinne, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.